Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gehe ich mit euch zurück in meine Vergangenheit und zwar zu meinem 16-jährigen Ich. Ich bin ungeschminkt, weil ich mir überlegt habe, ich habe schon ganz viele so eine Videos gesehen, wie sich YouTuber geschminkt haben, als sie jünger waren. Genau. Und ich habe letztens ein paar Fotos von mir gesehen, da war ich so 16, 17, also 10 Jahre jünger wie jetzt. Oh mein Gott, so alt bin ich schon. Und da habe ich gedacht, ja, Lena, das kannst du auch mal bringen. Ja, ich werde einfach beim Video weiterreden, weil das kann, glaube ich, ganz schön lange dauern, was ich damals veranstaltet habe. Ich hole euch noch ein kleines bisschen ran. Und dann mache ich mir einen Haarreifen. Was ich aber, glaube ich, früher nicht gemacht habe. Was aber daran lag, dass ich keine blonden Haare hatte. Aber dazu später mehr. Und zwar, das Wichtigste an meinem 16-jährigen Make-up war Make-up. Sehr viel Make-up. Und also ich habe früher immer gedacht, dass man Make-up benutzt, damit man dunkler aussieht. Und deswegen habe ich jetzt mein dunkelstes Make-up rausgesucht, was ich hier habe. Und ich kann euch sagen, damals habe ich das alles mit den Fingern aufgetragen. Was sich echt sehr eklig anfühlt, wenn man das schon ewig nicht mehr gemacht hat. Und ja. Sieht schon sehr gut aus. So, Concealer kannte ich damals noch nicht, deswegen kam hier immer Make-up unter die Augen. Ich frage mich, wie ich das gemacht habe. Okay, damals hatte ich wahrscheinlich auch noch nicht so einen krassen Augenringe. Und weil mir das dann immer noch nicht genug war, habe ich immer ein Bronzepuder verwendet, um mir das auch nochmal als Puder aufzutragen. Ja, das habe ich wirklich gemacht. Oh, vielleicht sollte ich einen anderen Pinsel nehmen. Ja. Und dann habe ich mir das hier noch so schön, so zum Setten, ein Bronzepuder verwendet. So, und dann kam das Wichtigste damals, das waren meine Augenbrauen. Das kriege ich jetzt leider nicht mehr so hin wie damals, weil ich zu viele Augenbrauen habe zurzeit. Und zwar hatte ich also so viele Augenbrauen niemals, die waren nämlich nur ein Strich. Und dann weiß ich noch ganz genau, wie ich das gemacht habe. Und zwar habe ich den ganz spitz angespitzt und habe hier vorne angesetzt. Ich hoffe, ich kriege es jetzt so hin. Ich muss mal da in den Spiegel schauen und habe dann den hier gemacht. So, aber nur eine Linie. Und noch dunkler damals, weil ich dunklere Haare hatte. Ja, ich hoffe, das kann man jetzt erkennen. Ich male sie noch ein bisschen nach, aber damals habe ich wirklich nur eine Linie genommen. Ja, so sah das Ganze dann aus. Weil schicken Augenbrauen. Ich finde eigentlich, so schlimm sieht es doch gar nicht aus. Und was ich noch dazu sagen wollte, so bin ich natürlich nicht zur Schule gegangen, sondern war halt so Freizeit. Dann habe ich noch einen originalen Pinsel von damals, von Rossmann. So einen habe ich mir mal geholt. Und dann hatte ich von Essence schwarzen Glitzer-Lidschatten, den ich leider letztens aussortiert habe. Deswegen nehme ich den hier von Sleek. Das ist nämlich auch so ein schwarzes Glitzer. Das hatte ich nämlich damals mega cool. Ja, und dann habe ich mir halt mit schwarzen Lidschatten mein Lid geschminkt. Ja, und das Ganze sah dann so aus. Verblenden gab es damals nicht. Wichtig war nur, dass das Lid so schwarz wie möglich wird. Und falls ihr euch fragt, warum hat ihre Mutter sie damals so rausgelassen? Hat sie nicht. Hab mich natürlich heimlich geschminkt. ja, so was ich damals aber schon kannte, war, dass man sich hier unter die Augenbraue richtig fett Highlighter machen kann. Richtig fett. Und das habe ich auch immer so mit dem Finger gemacht. Und da habe ich mich immer richtig cool gefühlt. Ich habe mich immer gefühlt, als wenn ich übelst der Schminkprofi bin.
Habe ich euch mal erzählt, dass ich damals Kim Gloss als Vorbild auch mal hatte? Ja, das war sehr, ja, genau so. Oh mein Gott, ich fühle mich jetzt schon wieder wie 16. So, dann noch das Wichtigste an meinem Look war Kajal. Damals nur in Stiftform. Sonst jetzt habe ich ja mal eins zum Rausdrehen, aber damals fand ich die hier so geil. Und den hat man nicht einfach so aufgetragen, Leute. Nein, 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 nein. Was denkt ihr denn? Das hat mir nämlich damals meine Freundin beigebracht. Und zwar, umso doller man hier reibt, auf einer Stelle, umso doller wird der Kajal. Ja. Ja, so muss es sein. Am wichtigsten war, dass innen drin schwarz ist und drumherum so viel schwarz wie möglich. Und dann kam natürlich die Wimperntusche. Da ich aber kein Fan von Wimperntusche war, ich mochte das nicht, wenn die doll getuscht sind. Mache ich es jetzt auch nur leicht. Oh mein Gott. Ich kann euch sagen, Leute. Ohne Scheiß, ich habe mich damals so cool gefühlt, wenn ich so aussah. Meine Augen sind so schwarz, dass man meine Wimpern gar nicht sehen kann. Aber ich kann euch sagen, früher ging das Schminken viel schneller als heute. Und ich hatte nur ein einziges Rouge, leider habe ich das nicht mehr, aber es war ein rosanes, deswegen habe ich das hier rausgesucht. Auch Rouge habe ich schon verwendet, aber so. Apfelbäckchen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber eigentlich war das heller, das Rosa. Ja, so. Alter, ich sehe irgendwie total creepy aus. So, und dann kam schon die Lippen. Das war schon mal fertig. Und ich habe leider nicht mehr das Originalteil. Und zwar war das ein Concealer, der aussah wie ein Lippenstift. Und den ich auch als Lippenstift benutzt habe. Deswegen habe ich jetzt einfach mal meinen Concealer genommen. Und... oh mein Gott. Mach mir den jetzt auf die Lippen. Weil ich das damals echt übertrieben geil fand. Ich weiß gar nicht, ob das mit denen so gut klappt, weil der, den ich hatte, der war immer so cremig. Oh mein Gott. Ich sah aus wie eine Bitch. Jetzt fällt es mir auf. Oh mein Gott. So, so hell wie möglich. Das ist aber nicht der fertige Look. Nein, ich brauchte einen durchsichtigen Lipgloss. Ich nehme jetzt einfach mal den und habe mir den so richtig fett aufgemacht. So, ich habe das jetzt verblendet, dann kam noch was Rosanes drüber, ein rosaner Gloss. Und es war ganz, 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 ganz wichtig, dass da so viel Gloss drauf war, dass meine Lippen sich richtig schwer angefühlt haben. Habe ich mich nämlich richtig cool gefühlt. Ah, das war der fertige Look. So sah ich damals aus. Aber was noch fehlt für den perfekten Look ist etwas, was ich mir besorgt habe. Und zwar hatte ich ja damals mit 16 Jahren schwarze Haare. Und die werde ich euch jetzt zeigen, wie das damals aussah. Tada! Das Ganze sah dann ungefähr so aus. Lustigerweise hatte ich wirklich so einen Pony, weil ich mir den selber geschnitten habe. Und kann es sein, dass ich ein bisschen aussehe wie ein Mann? Ja, mein Gott, ich fühle mich gerade wie 16 und wie konnte ich mir nur die Haare schwarz färben? Das geht ja mal gar nicht. Und Leute, wenn einer von euch schreibt, dass ich mit schwarzen Haaren besser aussehe, dann lösche ich meinen Kanal. Nee, aber wirklich, ey, wehe, ihr schreibt jetzt hier, du siehst mit schwarzen Haaren besser aus. Das ist nämlich grauenvoll. Nie wieder würde ich mir die Haare schwarz färben. Nie, 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 nie wieder. Ja, und so sah ich dann aus, dann habe ich immer solche Fotos gemacht. Und so, und immer so richtig böse geguckt, so. In den Fotos. Und habe mich halt übelst cool gefühlt. Ja. Yeah. Jeder hat seine Jugendsünden, das ist meine. Was sagt ihr dazu? Habt ihr auch Jugendsünden? Habt ihr euch auch so viel geschminkt wie ich damals? Ja, sagt mir eure Meinung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder mit normaler Haarfarbe.
Und dann sage ich bis bald, meine Süßen. Tschüssi.